Komm mal hier ein bisschen. In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Also wahrscheinlich, weil ich jetzt alle Hausaufgaben gemacht habe. Schade, kann man hier nicht durchgehen. Hat sich gerade was geblitzt? Okay, glitzert überall was. So sehr ich auch Ihre Gesellschaft genieße, Potter, Sie sollten das Weite suchen. Wird? Okay. Karl hat es noch gesagt, ich soll reinkommen. Die Heuler sind aber, waren ja gute Stimmung, wa? So, haben wir nur noch hier die Zwillinge. Haben wir halt noch dieses blöde Buch, ey. Da muss ich dran denken, den Part so zu benennen. Damit, wenn jemand genauso doof sucht wie ich, das Ding dann halt, so finden kann. Indem er mein Video schaut. Das, passiert tatsächlich relativ oft, dass, Leute dann bestimmte Videos, also sehr viel geklickt werden. Far Cry 4... versteckte Eingang zum Glockenturm wird sehr viel genutzt. Oder auch bei Ratchet und Clank hatte ich auch eins mit so einem Superbolt hinterm Wasserfall. Das wird auch immer viel gesehen. Oder auch bei Far Cry Primal mit dem Nordton. Du merkst immer wieder, das sind irgendwelche Sachen, was die Leute dann halt suchen, weil sie es einfach nicht finden. Sie sind überall. Und dann so eingeben. Ne? Deswegen mache ich immer auch, gucke ich mal, dass die Titel der einzelnen Parts nicht auch immer nur die Zahl sind, sondern irgendwie passend zu dem, was ich mache. Sind wir hier noch gar nicht gewesen? Den Teppich können wir wahrscheinlich auch noch ausklopfen, ne? Ja. Ja. Noch ein paar Punkte sammeln. Das ist nicht lustig. Alles klar. Oder bin ich aber trotzdem, dass wir hier wir müssen mit dir reden. Noch gar nicht waren. Mache ich gleich, Mädels. Ich komme ja gleich zu euch. Ach, jetzt ist vielleicht auch der Raum, den wir zu 0% erforscht haben. Jeder Schüler in Besitz von Nee, die Rüstung, also die Rüstung steht ja ganz gut. Mit Professor Umbridge ist hier alles viel besser geworden. Sie hat gemerkt, was Potter für ein Schwindel. So. Sich einfach aufstellen. Depulso! Ich hoffe, Sie sperren Dumbledore bald ein. Ich habe noch nie Butterbier getrunken. Ich wollte aber. Ich auch nicht. Das ist so eine Sache, die ich unbedingt in England machen will. Warner Bros. Studios angucken und Butterbier probieren und die Schokofrösche holen. Ich möchte die Schokofroschkarten haben, die auch so aussehen wie im Film. Die hat es ja hier in Deutschland leider nicht gegeben. Und deswegen, das steht ganz weit auf meiner To-Do zu machen. Allerdings müssen da die beiden Kinder dann auch ein gewisses Alter haben. Also mit jetzt 4 und 1,5 kannst du das vergessen. Da könnt ihr ja noch gar nichts mit anfangen. So, wo sind wir denn hier? Aha, 5. Stock. Hermine, aus dem Weg. Dass wir hier noch gar nicht gewesen sind. Die Slytherins waren schon immer was Besseres. Hey, Harry! Ja! Zu euch beiden gehe ich jetzt auch. Wir brauchen deine Hilfe, wir... Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Austauschen von Notizen in der Klasse verboten ist. Diese Bekanntmachungen nerven langsam. Wir haben eine Idee, wie wir sie sabotieren können, aber wir brauchen deine Hilfe. Okay. Hilfst du uns, das woanders hinzustellen? Dann musst du hochklettern und etwas Plappertrank in den Lautsprecher geben. Professor Umbridge wird hier Ordnung schaffen. Gute Idee, was? Ja, das machen wir. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Ron, stell du dich dahin. Ich halte dort drüben Ausschau.
Kann ich dich einfach mal Ausschau halten? Depulso! Ups. Das war ein bisschen zu heftig. Ja, ja. Denken Sie daran, dass es keine Petzerei ist, wenn Sie Ihre Freunde bei mir melden. Erstatten Sie bei mir Bericht und verdienen Sie Hauspunkte. Da steht ja die Hindu-Bank. Oh nein, er ist es. Ich höre gar nicht zu. Muss ich beide Bänke nehmen? Schnell! Du bist ja so witzig. Oh, sieht schon mal gut aus. Ich bin froh, dass der sprechende Hut mich nach Slytherin geschickt. Ja. Schnell! Schütte den Trank rein! Versuche ich aber. Ich, die Großinquisitorin, esse Frösche. Es funktioniert. Los, wir brauchen noch mehr Plappertrank, damit wir auch die anderen Lautsprecher sabotieren können. Wir treffen uns nachher beim nächsten Lautsprecher. Bis dann, Harry. Aber runter. Okay, wo ist der nächste? Wird mir wahrscheinlich dann per Fußabdruck sagen, ne? Da werden wir schon ein paar gesehen. Aber die Idee ist lustig. Diesen Plappertrank. Den Lautsprechern. Hängt hier nicht noch irgendwo ein Lautsprecher rum? Sehen direkt. Kannst du uns doch mal helfen, Harry? Wir haben ein wenig Plappertrank gebraut. Klar. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Ron, stell du dich hier hin. Ich halte dort drüben Ausschau. Ist ja gut. Wingardium Leviosa! Super. Mal den da hin. Danke für deine Hilfe, Harry. Nein. Nicht die nochmal. Super. Die übereinander. Das sollte reichen, denke ich mal. Schnell! Schütte den Trank rein! Schüler, denken Sie immer daran, Sie müssen ungezogen und frech sein! Okay, machen wir. Gehen wir hin. Prima, wir sehen uns beim nächsten Lautsprecher. Aber beeil dich, es wird bestimmt jemand merken, dass die Lautsprecher kaputt sind. Ja, ach, das fällt keinem auf. Wir müssen noch 4 Lautsprecher finden. Da hört doch eh keiner hin. 4 Stück? Haben wir ein bisschen was zu tun. Ich sehe die Fußabdrücke auf dem Schwarzen nicht. Okay, war die falsche Richtung. Soll ich sonst mal mit dem Besen hier rumfliegen? Ja. Ich frage mich, ob wir durch die Türen hinterher durchkommen, wo die Zelle jetzt dran sind. Nächstes Mal will ich unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Ich will auch nach Hogsmeade. Wie geht's? Hey. Und wie seid ihr in die Winkelgasse? Gerade die Schokofrosch-Karten hätte ich echt sehr, sehr gerne. Wollte ich mir einen Bilderrahmen mal irgendwie machen. Bin halt Harry Potter-Nerd. Aber das muss man auch bei dem, was ich hier vorhabe, mit den ganzen Harry Potter-Let's Plays. Alle verschiedenen Spiele spielen, da sind ja echt einige. Das sind ja alleine, guck mal, jetzt, sagen wir mal, GameCube PlayStation sind ja 8, dann für PC sind nochmal 8, sind 16. Dann sind das 2 Stück für die PlayStation 1, 18. 2 Stück für Game Boy Color sind 20. 5 für Game Boy Advance sind 25 Spiele. Und dann kommen eigentlich noch die DS-Teile hinzu. Aber DS kann ich nicht capturen. Habe ich letztens was gesehen, hat einer aus Kanada verkauft. Aber es ist halt dann, das ist richtig teuer, ne? Kannst du uns doch mal helfen, Harry? Wir haben ein wenig Plappertrank gebraut. Also einen DS für, mit Capture Card ist richtig teuer. Man kann auch noch sich machen lassen. Muss allerdings natürlich ein 2 DS haben.
Und dann muss er den halt da hinschicken und dann kostet der Umbau, ich glaube, 315 Euro oder so. Nur der Umbau, die Capture Card mit Umbau. Das heißt, du hast erstmal den 2DS als Investition und dann halt die Capture Card plus Umbau. Also bist du bei 500 Euro oder so. Hey, ist PlayStation 5 oder Xbox, wo ich von gesprochen habe, kostet natürlich auch 500 Euro oder PlayStation 5 jetzt sogar. Warum hier ist der Trank. Nicht? Wir passen auf, dass keiner kommt. Trank habe. Jetzt mach nicht so ein Gesicht, Ron. Schließlich muss auch jemand Schmiere stehen. Schnell. Aber trotzdem, das ist schon mal heftig. Mistbomben sind streng verboten. Mr. Fish stinkt fürchterlich. Endlich sagt Umbridge die Wahrheit. Aber das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal machen. Das werde ich auch noch irgendwann machen. Den DS holen mit Capture Card. Also 3DS, dann kannst du auch die DS-Spiele mitspielen. Auch weil ich ja die Pokémon-Spiele alle spielen will. Aber er drückt halt nun echt nicht der Schuh, ne? Jetzt machen wir erstmal hier PlayStation 3. Dann die Game Boy Advance TL. Da muss ich auch noch PC halt haben, für um Harry Potter PC zu spielen. Das gleiche, was ich bei Gothic 1 schon gesagt habe, geht ja auch für Harry Potter. Ja, dass der Laptop das halt nicht macht mit den Capturen. Müsste hier nicht ein Lautsprecher sein? Hier. Wahrscheinlich hier drin, ja. Kannst du uns doch mal helfen, Harry? Wir haben ein wenig Plappertrank gebraut. Also wenn ich einen PC kaufe, hier ist der Trank. Wir bestimmt so für 1500. Stell du dich dahin. Ich halte dort drüben Ausschau. Das ist schon krass, wenn du überlegst, die Xbox jetzt für 500 Euro, Next Gen halt, und wenn du dann einen PC holst, danke für deine Hilfe. Soll ja auch schon was ein bisschen vernünftig sein und halten. Da bist du schon bei mindestens 1000. Ich habe gerade geguckt, für 500, was es da für PCs gibt. Kannst du vergessen, da wirst du verarscht. Da ist nichts drin. Also es gibt welche, die bieten ja Gaming-PCs für 500 Euro an. Aber selbst Aldi verkauft kein Gaming-PC für 500 Euro. Die verkaufen so einen dummen Home-Desk-PC einfach für 500 Euro, der dann mit dem du ins Internet gehen kannst. Mehr noch nicht gefühlt. Das wird dann ziemlich teuer. Und das steht dann sehr weit hinten an. Da machen wir jetzt erstmal wieder dann die DS-Teile, wenn der Analog Pocket dann da ist, also nach dem PlayStation 3. Wenn der Analog Pocket dann noch nicht da sein sollte, haben wir noch die Lego Harry Potter. Also mit Harry Potter, denke ich mal, wird es jetzt erstmal, ja, je nachdem, wie lange die einzelnen Spiele so sind. Ja, könnten wir jetzt da noch wahrscheinlich, also jetzt sind noch 11 Monate, wo der Part hier ist, beschäftigt sein. Mit den Spielen, die ich jetzt habe. Und dann spielen kann, wenn ich Analog Pocket habe. Der soll ja Ende des Jahres kommen. Und da sehe ich jetzt kein Problem drin. Dass mir da das Material für ausgehen würde. Aber da kommt natürlich dann auch so ein bisschen auch auf die Lust an, ob ich dann das so nonstop Let's Playen soll. Das könnt ihr mir eigentlich auch gerne in den Kommentaren schreiben. Wollt ihr einfach Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter? Oder da sind so eine Harry Potter Pause quasi. Geht's weiter durch? Quasi Pause. Und dann dafür, ja, sag ich einfach mal Far Cry 6 als Beispiel. Jetzt nur, weil es mir gerade einfällt. Also ich möchte immer gerne drei Let's Plays gleichzeitig am Laufen haben. Aber das muss ja dann, wie gesagt, jetzt nicht das gesamte Jahr lang Harry Potter sein vom Thema. Könnte auch Story of Seasons als anderes Beispiel. Das, da hätte ich auch Bock drauf, das zu machen. Das ist ja ein bisschen was Ruhigeres. Ich bin ein richtiger Harvest Moon-Fan schon immer gewesen. Seit ich das bei einer Nachbarin damals auf dem Wissensdurst. Ein Super Nintendo Geist gespielt habe. Ist ein wacher Geist. Und dann hatten wir die PlayStation 1-Version. Und jetzt habe ich ja noch das Story of Seasons für die Switch. Dort drüben hängt ein Lautsprecher. So, das wollte ich eigentlich auch schon seit 2 Jahren angefangen haben zu spielen. Kannst du uns doch mal helfen, Harry? Wir haben ein wenig Plappertrank gebraut. Das kann man dann nochmal zu. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Wir stehen Schmiere.
wenn irgendwie das Thema Harry Potter zu viel ist, auf einen Schlag oder irgendwas anderes dazwischen mal braucht. Weil dafür ist dann Story of Seasons dann wahrscheinlich doch recht langes Spiel. Da bist du da. Oh hey, da haben wir auch noch nicht aufgemacht. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. So, das wollen wir jetzt mal dahin. Ja, also ja, Spiele sind genug da. Shovel Knight. Wir auch noch spielen. Okay. Aber auch, als nächstes kommt auf jeden Fall Alvas Awakening. Also, ob, wenn der Lundra 2 oder Dawn of Darkness zu Ende ist, dann kommt Alvas Awakening. Es sei daran erinnert, das Beschädigen von Schuhlautsprechern ist kein Vergehen. Ja, gut, dass wir das, dann machen können, ne? Lautsprecher sabotiert wurden. Dann sollten wir uns schnellstens um den letzten kümmern. Dann markieren wir das hier noch auf der Karte. Also, dass wir die ganze Zeit da die Steine übersehen. Upsala. Übersehen haben. Bei der Bücherei. Wissensdurst. Du darfst eintreten. Verwundert mich schon ein bisschen. Ja, wir müssen runter. Ach, jung müsste man sein. Hat auch seine Nachteile. Ach, immer hängst du irgendwo dran. Hängt hier nicht noch irgendwo? Ja, da sind sie. Ich hatte hier vorne. Oder sind sie ein anderes Haus? Mal helfen, Harry? Wir haben ein wenig Plappertrank gebraut. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Wir stehen, Schmiere. Letzter Lautsprecher. Wingardium Leviosa! Danke für deine Hilfe, Harry. Klar. Gerne doch. Und das letzte Mal Plappertrank rein. Wir werden alle gute Freunde werden. Wohl eher nicht. Glaube ich nicht. So, das war's. Danke, Harry. Ja, danke. Dafür werde ich sogar dein Verhalten letztes Jahr beim Weihnachtsball vergessen. Danke. Bis später, Harry. Hey, Potter. Was willst du, Malfoy? Professor Snape erwartet dich in seinem Büro. Er sagt, es ist Zeit für deine Nachhilfe in Zaubertränke. Okay. So ist das mit dir, Potter. Du hältst dich für so clever. Aber du weißt noch nicht mal, an welchem Kesselende man das Feuer anzündet. An welchem Kesselende man das Feuer anzündet? Ja, ist klar. Hauptsache irgendwas blabbern, ne? Keine Aufgaben mehr. Wir sind arbeitslos. Ja. Siebter Stock. Snaps Büro. Ach, okay, wahrscheinlich Zaubertrankunterricht, ne? Zaubertrankunterricht, genau. Dann können wir mal wieder speichern und mal schauen, wie viel Prozent wir schon erreicht haben. 66% nur. Oder war das vom letzten Speichern der Prozentsatz? Guck mir jetzt ein bisschen wenig vor. Das letzte Mal war ja 63%. Ups, das war zu weit. Tatsächlich. Also das ist schon irgendwie komisch, ne? Das haben wir jetzt eigentlich auch recht viel gemacht. Seit dem letzten Speichern. Also ich will mich nicht beschweren, dass das Spiel jetzt dann noch so lange geht. Aber es wundert mich einfach nur. Hätte gedacht, wir wären da jetzt im Verhältnis, hätten wir viel gemacht und dementsprechend auch jetzt schon, weil ich irgendwas... 75, vielleicht sogar 80% schon gefühlt. Jetzt kommen wir schon gleich wieder, irgendwie, machen wir wieder Octomantic. Dann kommt wieder drei Cutscenes, die das Buchs abhandeln.
Und dann kämpfen wir schon gegen die Todesser.